Muttermale oder Leberflecken sind eine Sonderform der Hyperpigmentierung, da hier nicht nur eine Pigmentveränderung, sondern oft auch eine Gewebeveränderung vorliegt. Da uns hierzu immer wieder Fragen erreichen, beschäftigen wir uns in diesem Video näher mit den kleinen braunen Flecken und erklären, ab wann man damit zum Hautarzt sollte. Herzlich willkommen bei Faces of Fay. Hier dreht sich alles um deine schönste Haut. Heute geht es bei uns um Nävi, besser bekannt als Muttermal, Leberfleck oder Pigmentmal. Jeder von uns hat sie, manche mehr und manche weniger. Doch nur die wenigsten wissen, was es eigentlich mit den kleinen Flecken auf sich hat und inwiefern sie sich eigentlich von den normalen Pigmentflecken unterscheiden. Beginnen wir mit der Frage, was ist eigentlich ein Muttermal? Ein Muttermal oder Leberfleck ist eine Anhäufung von Pigment, dem sogenannten Melanin, in unserer Haut. Dieser Stoff sorgt für die bräunliche Färbung in unseren Hautzellen. Fachlich nennt man ein Muttermal Nävus. Die Nävi können dabei ganz unterschiedliche Größen, Formen und Farben annehmen. Manche sind ganz flach und andere sind von der Haut erhaben. Das heißt, sie stehen ab und man spürt sie, wenn man mit dem Finger darüber fährt. Woher kommen die Muttermale? Wie es der Name Muttermal bereits vermuten lässt, lassen sich viele der braunen Flecken auf genetische Veranlagung zurückführen. Doch auch das UV-Licht hat einen entscheidenden Einfluss darauf, wie viele Muttermale entstehen. Die beste Vorsorgemaßnahme gegen Leberflecke, die also nicht in den ersten 2 Lebensjahren entstanden sind, ist Sonnenschutz. Auch für Menschen, die bereits viele Muttermale haben, ist guter Sonnenschutz das A und O. Denn nur so kann vermieden werden, dass sich die Muttermale verändern und es unter Umständen sogar gefährlich werden kann. Doch wann sind Muttermale überhaupt gefährlich? Das kann letztlich nur ein Hautarzt feststellen. Deshalb ist es wichtig, regelmäßig zum Hautkrebs-Screening zu gehen und seine Muttermale überprüfen zu lassen. Das Screening mit bloßem Auge zahlt in regelmäßigen Abständen auch die Krankenkasse. Allerdings würde ich dir empfehlen, lieber das Screening mit einem Auflichtmikroskop zu wählen. Das wird zwar nicht von der Krankenkasse übernommen, ist jedoch um ein Vielfaches zuverlässiger als das mit dem bloßen Auge. Damit du weißt, mit welchen Muttermalen du definitiv zum Hautarzt gehen solltest, gibt es die ABCDE-Regel. A steht für Asymmetrie. Das bedeutet, ist ein Muttermal symmetrisch, ist es vermutlich unbedenklich. Bei asymmetrischen Formen sollte man dagegen genauer hinschauen. B steht für Begrenzung. Harmlose Muttermale haben in der Regel eine scharfe, meist runde Begrenzungskante. Ist dies nicht der Fall und der Fleck läuft aus oder hat Füßchen, solltest du ihn überprüfen lassen. C steht für Color, sprich die Farbe. Muttermale können verschiedene Braun- bis Schwarztöne haben. Dabei ist ein schwarzer Fleck nicht unbedingt gleich ein Hinweis auf Hautkrebs. Bedenkliche Leberflecke zeichnen sich eher dadurch aus, dass sie mehr als 2 verschiedene Farbtöne haben und eine rötliche bis bläuliche Färbung aufweisen. D steht für den Durchmesser. Dabei bedeutet nicht, dass je größer der Fleck, desto gefährlicher ist er. Im Gegenteil, oft sind es die großen Flecken, um die man sich die meisten Sorgen macht, obwohl diese völlig harmlos sind. Wichtig ist es eher zu beobachten, wie sich bei einzelnen Muttermalen der Durchmesser verändert. Wächst ein Fleck innerhalb kurzer Zeit auffallend, sollte dieser unbedingt überprüft werden. E steht für Erhabenheit, also ob das Muttermal von der Hautoberfläche absteht. Ähnlich wie beim Durchmesser ist hier besonders die Veränderung interessant, sprich dann, wenn ein Muttermal zunächst flach ist und dann plötzlich anfängt, sich abzuheben. Wenn ein Muttermal als bedenklich eingestuft wird oder es einfach nur als ästhetisch störend empfunden wird, gibt es 2 Möglichkeiten, es zu entfernen. Möglichkeit Nummer 1 ist, das Muttermal herausschneiden zu lassen. Diese Behandlung wird dann durchgeführt, wenn das entnommene Gewebe anschließend im Labor untersucht werden soll, also dann, wenn der Arzt es als potenziell gefährlich eingestuft hat. Das Muttermal wird bei dieser Behandlung unter örtlicher Betäubung vollständig entfernt und die Wunde dann vernäht. Möglichkeit Nummer 2 ist die Laserbehandlung. Diese wird für unbedenkliche Muttermale angewendet, welche der Patient als optisch störend empfindet. Auch abstehende Muttermale, die an unpraktischen Stellen sind, an denen man zum Beispiel häufig hängen bleibt, werden oft mittels Laser entfernt. Auch diese Behandlung findet unter örtlicher Betäubung statt und sollte nur von einem Hautarzt durchgeführt werden. Von Hausmitteln zur Muttermalentfernung, Do-it-yourself-Kits und Tipps aus dem Internet, wie du deine Leberflecke selbst entfernst, kann ich dir nur ausdrücklich abraten. Auch andauerndes Herumdrücken oder das Herauszupfen von Haaren, die eventuell in einem Leberfleck wachsen, solltest du sein lassen. Jegliche Art von unkontrollierter Manipulation an einem Muttermal kann dazu führen, dass es beginnt, sich zu verändern. Deshalb ist unser Fazit: Geh regelmäßig zur Hautkrebsvorsorge, schütze deine Haut gut vor UV-Strahlung und lasse ansonsten deine Muttermale am besten in Ruhe. Hast du noch offene Fragen zum Thema Muttermale? Schreib sie uns gerne einmal unten in die Kommentare und wir beantworten sie dir. Willst du noch mehr darüber erfahren, wie du deine Haut richtig pflegst und das Beste aus ihr herausholst? Dann lade dir jetzt unser kostenloses E-Book zu deinem individuellen Hauttypen herunter. Den Link dazu findest du ebenfalls unten in der Infobox. Wenn dir das Video gefallen hat, freuen wir uns sehr über einen Daumen nach oben. Außerdem freuen wir uns natürlich, wenn du uns ein Abo dalässt, die Glocke aktivierst und nächsten Sonntag wieder dabei bist. Bis dahin schau dir doch gerne eines unserer anderen Videos an. Diese findest du hier und hier. Wir freuen uns auf dich.